von Kötterfeld. Gleich in der Harald Schmidt Show. Helmut Charlotte und Ben, meine Damen und Herren. Das ist die aktuelle DVD-Platte zur Musik hören. Meines heutigen Gastes, eine wunderbare Kollegin, die lange nicht mehr bei uns war. Und heute schwebt sie hier sozusagen. Weiblicher kann man nicht mehr hereinkommen. Herzlich willkommen, Yvonne Kötterfeld. Ich freue mich sehr, dass du wieder mal bei uns bist. Das war lange Jahre nicht mehr der Fall. Das stimmt. Viele Jahre. Och, bestimmt 8. Ja. Oder 10. Bin ich ja auch 8. Schon so ein alter Hase wie du. 8. Fast. Ja, wir hatten kürzlich 18. Geburtstag mit der Show. Wie geht es dir? Sehr gut. Und dir? Sehr gut. Ja? Sehr, sehr, sehr gut. Ich fühle mich fast ein bisschen berauscht vor Glück. Berauscht? Ja, ja. Vor lauter Wein und diesen ganzen Französen. Es ist aber auch sehr, sehr schön, euch zuzuschauen. Ja, es ist einfach, es wirkt so, wie man es sich im Klischee vorstellt, aber genauso will man es haben, oder? Ja, ich habe mich schon gewundert, dass du nicht unter die Schürze geguckt hast. In die Schürze geguckt? Unter die Schürze geguckt. Also nein, das wäre zu... Aber das ist wahrscheinlich auch nur deine Illusion. Nein, das ist nicht der Stil. Ich weiß ja, wie es da aussieht. Du kannst ja leider zurzeit oder natürlich keinen Alkohol trinken, das darf man verraten, denn du und dein Mann, ihr seid da, wird an die Presse gegangen, du wirst Mutter. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja? Das erste Kind für dich? Ja. Und da ist natürlich alles sozusagen, ist das so, dass man dann im Grunde jeden Tag noch intensiver wahrnimmt, als wenn man vielleicht schon das siebte oder achte Kind hätte? Also ich glaube, das ist für jede Mama, die gerade ein Kind kriegt oder schon mal ein Kind bekommen hat, also ähnlich. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so viel darüber reden, wie das so ist. Natürlich freue ich mich sehr und wir freuen uns beide sehr. Wir haben es jetzt einmal bekannt gegeben und wie das halt so ist, man will ja nicht alles mit der Presse dann teilen. Nee, überhaupt nicht. Aber mir geht's super und wie? Morgenübelkeit? Nee, ich bin wahrscheinlich, also sagen einige, einige Freunde sagen, ich wäre die unnormalste Schwangere, weil ich überhaupt keine Probleme habe. Ja, aber sei froh. Ja, total, bin ich auch. Es gibt ja noch die sogenannte postnatale Depression. Das stimmt. Gibt es die, meine lieben Mütter, oder gibt es die nicht? Tat, ja. Ja, und ich kenne Frauen, die haben sich seit 30 Jahren nicht davon erholt. Ja. Die sind sozusagen abgetaucht. Ja, ja, darüber und redet viele man ja von auch ihnen nicht landen so viel. Im Alkohol, das muss man sagen. Ja. Ja. Aber auch einige Männer. Ja. Ja. Ja, gut, man heute der moderne Mann fiebert ja mit. Das ist ja, als wäre man eins. Dass man lässt die Frau nicht alleine trinken, sondern man sagt, wo du trinkst, da will auch ich sein. Ja. Sinngemäß. Stimmt das, dass ihr ein Hausboot habt, du und dein Mann? Mhm. Da lebt ihr permanent drauf? Nein, no. Das wäre gar nicht möglich. Da habe ich viel zu viele Klamotten. Das ginge gar nicht. Wirklich? Also hast du so Schränke voll? Nee, das nicht, aber ich bin ganz schwer im Wegwerfen. Und dieses Hausboot, da ist nicht viel Platz, da ist ein kleiner Schrank. Aber es ist wahnsinnig gemütlich und man kann da eine Woche sehr gut drauf leben. Toll. Und wo liegt das? In Berlin? Ja, genau. Und du musst alle zwei Tage musst du natürlich musst du dein Wasser neu auffüllen und natürlich auch das Klo leeren und solche Sachen. Das gehört ja auch mit dazu, aber es ist ein schönes Lebensgefühl. Und es ist bestimmt wahnsinnig romantisch und unglaublich entschleunigend, wie man heute sagt, oder? Ja, es ist sehr entschleunigend, ja. Das heißt, Berlin, da fahrt ihr dann die Havel? Also zum Beispiel, da waren wir jetzt noch nicht mit dem Hausboot. Ja. Also wir haben es erst seit diesem Jahr. Aber man, du kannst theoretisch bis an die Ostsee damit fahren. Über Kanäle, auch Schleusen und so? Dann, ja, das haben wir eben noch nicht probiert, weil es ist ziemlich groß und das ist doch sehr kompliziert. Mit der Schleuse? Ja. Ja? Ja. Braucht man da einen speziellen Bootsführerschein für so ein Boot? Nee, eigentlich nicht, aber man braucht keinen, aber ich bin eigentlich dafür, dass man einen machen sollte, weil es ist schon nicht so einfach, da am Steg anzulegen und Freunde mal kurz draufzuladen. Das kann zu
Irritation auch von den Gästen, die dann vielleicht in dem Restaurant sitzen, führen. Wenn dann so dieses Hausboot da anstößt. Und ja, hoppala, nee, ist, oh, Entschuldigung. Ja. Ja, das ist schwierig. Und in welcher Verfassung war das Boot, als ihr es gekauft habt? War das schon renoviert oder was? Oder habt ihr es ja? Das ist neu, richtig. Ach so, es ist ein neues Boot? Ja, ja, die haben die, okay, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren entworfen. Und ja? Ach, toll. Das ist schön, das ist ganz toll. So schön mit Holz und aber auch so, also man hat einen tollen Blick, einen Weitblick und einen, ja, Panoramablick. Das ist ganz, ganz toll. Also da stelle ich mir das toll vor, aber man muss dann auch in der Nähe wohnen. Ne? Ihr lebt auch in Berlin? Mhm. Ja, weil wenn es jetzt irgendwo liegt und man kommt da nur alle 3 Wochen mal hin oder was, dann ist es... Bisschen ja, öde, ist schon ideal. Also wir wohnen ja in Köpenick und da ist ja viel Wasser. Ja. Insofern. Du, nächstes Jahr kommt ein Film von dir ins Kino, Die Schöne und das Biest. Mhm. Mit Vincent Cassel. Ja. Chérie, koch doch auch ein bisschen. Ne? Ja, du kennst Vincent Cassel? Du weißt, Yvonne, dass er frei ist jetzt. Er ist Single. Er ist jetzt Single. Also ich kenne mich mit Klatsch nicht aus. Ach, das so, habe ja, das hab ich mitbekommen, ja, aber nee, ich habe auch gesehen, schwanger, dass sie das wieder zusammen... Nicht. Wirklich? Durch die Straßen laufen. Man, ah, weiß ich, aber vielleicht verstehen sie sich einfach. Also, er ist sagen, nicht übs, aber so ist charismatisch. Doch, oh, ja. Er ist charismatisch. Er ist charismatisch. Oh, und seine Frau war Monica Bellucci, ja, falls Sie grübeln. Ja. Genau. Ja. Oh. Ah, der ist schon toll. Der ist auch super, sehr lustig. Ja. Ist ein wirklich guter, guter Typ. Ja. Mhm. Ja. Und ich habe ihn geküsst. Ui. Echt? Oh, ehrlich? Oh, oui. Kannst du von mir und wie war das? Bisschen, es, gibt ja viel, es gibt ja viele gut aussehende Schauspieler, bei denen sich dann rausstellt, dass sie aus dem Mund riechen oder so und die Kurzszenen gar nicht so toll sind. Wie war ja, das mit ihm? Auch. Wie war, hast du auch schon erlebt? Namen bitte. Habe ich auch schon erlebt. Wirst du nicht kennen. Nee, ach du, das läuft ja recht technisch ab, aber ich bin da jetzt jemand, ich habe da auch keine Hemmung. Oder, also nicht, dass ich jetzt... Also nicht, dass ich jetzt jemanden die Zunge in den Mund stecke, das, ja, meine ich nicht. Ja. Aber nee, ich weiß. Nein, wie, ihr wisst schon, wie war meine, er? Hat das ausgenützt? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Das war eine blöde Situation, weil ich auch noch halb nackt da lag, weil ich, pass auf, naja, es ist in die ein Schöne bisschen, und das Biest? Ja, kann es mich ist gar nicht die erinnern Vorgeschichte. An die Szene. Die habe ich so für mich reinschreiben so, lassen. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ja. Nee, nee, also es ist so, dass ich eine, also ich habe eine Waldnymphe gespielt, die sich dann in einen Menschen verwandelt, in eine Prinzessin, ähnlich wie bei Die kleine Meerjungfrau, ja, und die dann aber tragisch stirbt und sich dann von der Hirschkuh genau zurück zum Menschen verwandelt. Das ist ein bisschen kompliziert. Und dann ist sie halt natürlich halbnackt. Ja, und er löst dich praktisch durch den Kuss, wie im Märchen? Oder, nee, eben nicht. Also, ach so. Er wird dann zum Biest, aus, ja, verschiedenen Gründen. Also, es ist ein bisschen... Aber das ist eine große internationale Produktion, ja? Ja, es wird, glaube ich, ganz toll. Und... Lea Seydoux, das ist die, kennst du ja auch, ist wunderbar, und oh, die ist traumhaft. Kennst, ja, du sie? Ja, natürlich. Ach, die ist, ja, ganz toll. Sehr geheimnisvoll. Wurdest du dafür gecastet? Muss man, mhm, ja. Ja, ja. Das ist bestimmt nicht einfach, da ranzukommen, oder, an so eine Rolle. Ist es ein Casting? Nee, es waren zwei. Wo also wurde eins, gedreht? Eins mit der Casterin, ja, und dann wird es ihnen gezeigt und dann wird man nochmal, ja, eingeladen und dann ist dann der Regisseur dabei, ja, und dann habe ich Glück gehabt. Großartig, ja, ja, nicht nur Glück, du kannst es eben auch. Und die Franzosen fahren sicher sehr auf dich ab, glaube ich, oder? Glaube ich schon. Es macht total Spaß natürlich, mit einem Team zu drehen, die einen gar nicht kennen. Das, ja, ist natürlich sehr vorurteilsfrei, ja, und sehr, es ist schon schön. Stimmt es, dass es da Wein gibt mittags beim Essen? Nee, nicht mehr. Nicht, aber es gab alles Mögliche. Es gab ein riesen Catering mit Sushi und ich weiß nicht, was, toll, es alles gab. Ja? Man weiß zu leben, toll, in Frankreich. Wo wurde gedreht? In Babelsberg. Ja, klar! Wir geben ja die Kohle! Das ist sehr desillusionierend. Ja, absolut. Ja, ja. Es ist halt deutsch-französisch natürlich mehr, wie, also mehr französisch, ja, aber in Babelsberg. Ja, aber es ist großartig. Yvonne, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, weil du sprühst. Ich sprühe? Ja, vor Charme, vor Lebensfreude. Ja, jetzt bin ich nicht mehr so aufgeregt. Das ist okay. Warst du aufgeregt? Weil du, ja, gedacht hast, ich bin voll, so ein böses Biest. Ja, aber überhaupt nicht. Ich habe mich abgefüllt oder werde ich menschlich? Ja.